Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal und zu Hause am Stream. Steuerdiskussion ist immer eine Einnahmendiskussion, wie auf der anderen Seite, wie wir auch zuletzt in Bezug auf die Inklusion hörten, eine Ausgabendiskussion. Ausgabenpolitik wurde heute eigentlich wenig berührt, wenngleich im Hintergrund immer stand, Inklusion kostet Geld. Alle Aufgaben, die das Land zu erfüllen hat, kosten Geld. Natürlich bedarf es insoweit auch der Ehrlichkeit der Politik, dahingehend, dass finanzielle Lasten nicht in die Zukunft zu verschieben sind. Da sind wir selbstverständlich, Herr Finanzminister, auch bei der Frage der Neuverschuldung, deren Ende ja zumindest was die Schuldenbremse angeht, irgendwann auch mal absehbar ist. Auf der anderen Seite muss man einfach auch im Auge haben, dass ja richtigerweise eine besondere Landessteuer die Grunderwerbsteuer ist. Und da kommen wir einmal zu den Fakten der letzten Jahre. Grunderwerbsteuer hatten wir ein Ist in 2012 in Höhe von 1,567 rund Milliarden Euro. Wir haben einen Ansatz, der im Ist noch nicht ganz klar ist, für 2013 gehabt von 1,58 Milliarden Euro. Und wir haben einen Ansatz für 2014 in Höhe von 1,6 Milliarden Euro, was gegenüber 2013 eine Mehrkalkulation von 62 Millionen Euro bedeutet. Und das beinhaltet wahrscheinlich auch, wir reden ja heute sehr viel über Vermutungen und Annahmen und Orakel, konjunkturelle und zinsbedingte Mehreinnahmen in diesem Bereich der Grunderwerbsteuer sein dürften. Und es könnte natürlich auch noch mehr sein. Und es könnte natürlich sein, dass die Zinspolitik der Europäischen Notenbank, wie aber auch der Zentralbanken im Übrigen, regelrecht einen Entfesselungseffekt noch mal ausübt, um bei einer bestimmten Wortwahl der FDP zu bleiben, was den Immobilienmarkt angeht. Der Antrag der FDP spricht sehr stark von einer Belastung der privaten Haushalte. Die Rede von Herrn Witzel bezog sich aber auch auf natürlich institutionelle Anleger bzw. gewerbliche Händler von Immobilien, Investoren, Großunternehmen im Bereich der Immobilienbranche. Also ich denke mal, wir haben eine Gesetzgebungssituation, eine Gesetzeslage in Deutschland, die es verhindert, dass uferlos auch Mehrausgaben für den Fall, dass es einer Grunderwerbsteuererhöhung kommen sollte, verhindern. Wir müssen einfach hier und heute sagen, wir sehen gar keine Notwendigkeit hier in Nordrhein-Westfalen für eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer, denn auch da müssen wir wieder bei den globalen Mehreinnahmen einmal bleiben. Die sind kalkuliert gewesen für 2013 mit 160 Millionen Euro und jetzt für 2014 mit 300 Millionen Euro. Wenn wir das richtig sehen, sind die gar nicht ausgeschöpft bzw. gar nicht eingenommen worden bzw. die Sondereffekte wurden dann umgebucht in die globale Mehreinnahme. Und wir haben aus der letzten oder der vorletzten Debatte hier in diesem Hause auch von Herrn Finanzminister gehört, dass ein Teil dieser globalen Mehreinnahme für 2014 ja bereits erwirtschaftet ist, und zwar durch die Einnahmen aus der Auflösung der Schul- und Studienfonds. Zumindest hat er das hier an diesem Platz so gesagt. Das sind 80 Millionen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Jetzt könnte man natürlich sagen, und da stehen wir als Piratenfraktion selbstverständlich zu, sowohl globale Mehreinnahme wie aber auch globale Minderausgabe sind Intransparenzposten im Haushalt und wir möchten sie gerne belegt haben. Ja, das ist ganz klar. Es muss also hier geäußert werden, wie sollen die Mehreinnahmen erwirtschaftet werden, und es muss geäußert werden, wie sollen die Minderausgaben bitte schön belegt werden. Es geht ja ganz klar darauf hinaus, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern keinen Sand in die Augen reiben wollen oder auch keine Augenwischerei betreiben wollen, sondern wir wollen den Bürgern sagen, was Sache ist. Und selbstverständlich, da bin wir durchaus bei dem Antrag der FDP, der aus unserer Sicht allerdings zu früh kommt und ehrlich gesagt auch ein bisschen zu reißerisch ist, sodass wir ihn hier nicht mit werden tragen können. Erwarten wir allerdings hier auch ehrliche Aussagen, Herr Hübner,
Wenn Sie sagen, es steht heute und auch nächste Woche nicht auf der Tagesordnung, die Grunderwerbsteuer Nordrhein-Westfalen, ist es natürlich auch ein Anliegen der Piratenfraktion zu wissen, für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wann kommt sie, wenn sie kommt, und wenn sie nicht kommt, dann soll es aber auch bitte gesagt werden, damit die Menschen auch kalkulieren können, damit die Menschen auch entscheiden können, ob sie dieses Jahr noch ein Häuschen kaufen oder es nächstes Jahr immer noch können und eine Mehrbelastung nicht werden tragen müssen. Das ist für junge Familien in der Tat eine ganz wesentliche Aussage, die hier von Seiten der Landesregierung, aber auch von den regierungstragenden Fraktionen schlicht und ergreifend einmal gesagt werden sollte. Und von daher hoffen wir von der Piratenfraktion, dass wir mit den regierungstragenden Fraktionen und der Landesregierung einen verlässlichen Partner innerhalb des konstruktiven Zusammenhalts des Hohen Hauses der Fraktionen übergreifend halten können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.